Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elevator Unboxing. Wir haben zwei Geräte hier, zwei Produkte, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, aber nichtsdestotrotz haben wir sie uns nochmal geschnappt und wollen sie einmal auspacken für euch. Das nicht ganz ohne Grund, denn demnächst wird da auf jeden Fall noch was folgen. Deswegen gucken wir mal, was ist im Karton drin. Vorab sei gesagt, das sind die Ausstellungsstücke aus unserem Shop. Also einmal, ihr könnt im Shop bei uns in Münster vorbeikommen und die Geräte antesten, weil sie da stehen, also gleich wieder. Aber wir haben halt versucht, so gut es geht, die Dinger wieder einzupacken. Das ist vielleicht nicht ganz so gelungen, aber immerhin ist drin, was drin zu sein hat. Ja? Also machen wir die jetzt mal auf. So, gucken wir uns das erste Mal an hier. Klar, Control-Vinyls sind auf jeden Fall dabei, bei dem guten 72. Hier ist auch ein USB-Kabel mit dabei, beziehungsweise sogar zwei USB-Kabel. Das Stromkabel darf natürlich nicht fehlen. Und dann packen wir das gute Stück nochmal aus hier. So, also gar nicht so schlecht verpackt. Ne? Muss man mal sagen hier. So, und wer ihn nach all dieser Zeit noch nicht gesehen haben sollte, das tut dann jetzt hier nachgeholt werden tun. Ist es. So, ist schon ein mächtiges Teil mit einem sehr geilen, wie man sieht, Fader. Also da kann man auf jeden Fall mal battlemäßig gesehen echt abgehen. Okay, schon ein echt großes Stück. Passende Referenz darf ich jetzt nicht bringen wegen FSK 18. Aber auf jeden Fall ein großes Stück. Und es sieht super aus. Also das auf jeden Fall. Die Gängigkeit der Knöpfe, es fühlt sich alles sehr, sehr wertig an. Natürlich ist das dementsprechend auch im Preis wiederzufinden, aber das Gerät macht einfach Bock, sieht geil aus und erfüllt seinen Job. Wir können noch mal hinten eben einmal drauf gucken. Hier für Back für Back. Ich mag diese geile 19 Zoll Atmosphäre, was jetzt nicht 19 Zoll sind, aber dieses geile Rack-Ding, das gefällt mir auf jeden Fall. Das macht schon sehr, sehr was her, wie ich finde. Wir haben sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, ob es nun ums Mikrofon geht, wo immer direkt ein Mikrofon mit einem Effekt drauf, also ein Mic Echo Effekt. Aber ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wie gesagt. Ne? Nur, dass ihr euch das vielleicht nochmal hinten angucken möchtet. Ich halte mal ein bisschen, damit du das scharf kriegst. Und ja, hast du? Sehr gut. Alles da, was ihr braucht, um die Geräte anzuschließen, das auch sehr hochwertig verarbeitet, wieder mit Goldanschlüssen, habe ich doch richtig gesehen, ne? Oder bin ich blind? Ah, das sieht nach Gold aus. Sehr gut. So, und passend dazu packen wir doch jetzt noch direkt das nächste Stück aus, und zwar den Rain 12, der so ein bisschen für Diskussion gesorgt hat natürlich, weil ein Plattenspieler ohne Ton an, aber so. Erklären wir hier gleich nochmal eben ganz kurz. Wir haben hier natürlich einen MIDI-Controller. Und da möchte ich auch direkt schon mal Call to Action hier machen. Und zwar euch fragen, wie ihr zu dem Gerät steht. Wir packen hier aus. Entschuldigung, natürlich hier Gebrauchsanweisung und Stromkabel auch bei dem Gerät dabei. Ich habe hier irgendwo was dran geklebt, genau. Muss man wissen. Ist ein Infoschlüssel mit dabei, weil, seht ihr gleich. So, das ist auch echt nicht unschwer, das Ding. Muss man auch wirklich sagen. Also es hat schon das Gefühl von einem echten Plattenspieler, was das Gewicht auf jeden Fall anbelangt. Belangt. Kannst du mal? Danke. So sieht das gute Stück aus. Dann ist dann hier natürlich auch so ein Plattenteller mit dabei. So. Der kann dann hier drauf. Der Plattenteller. Das wackelt aber gerade ganz schön. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ach so, das muss. Okay. Hier sind so, kann man direkt mal sehen, hier sind so zwei, wie soll ich das jetzt mal nennen? Penöppel? Offiziellen Nupsis. Offiziellen Nupsis? Ja. Okay, dann nennen wir es Nupsis. So, und diese offiziellen Nupsis müssen jetzt auch in die dafür gefertigten Nupsi-Löcher. Und wenn ich das hinkriege, dann ist das auch nicht mehr wackelig. Ja, so, dann kann man da so eine, nee, ich habe das hier immer noch nicht geschafft. Ja, jetzt guck mal, hat er. Dann kann ich hier die Dings drauflegen, Platte noch. Die habe ich hier bestimmt auch irgendwo, da ist sie. Und die kommt halt mit so einem Teil oben drauf. Das kann man dann da oben drauf packen und dann wird das jetzt festgeschraubt. Kann ich dann meine eigene Platte auch für nutzen? Schraubst du einfach auf, dann hast du ja den Puck. Und ich glaube, dann würde ich mal vermuten, dass du jede 12-Incher drauflegen kannst. Ne? Also ganz ehrlich, ne, abschrauben, die Platte als Schablone nehmen, Löcher bohren, neuen Puck wieder draufschrauben. Das wird man mal hinkriegen. Dann, ne? Kann man da seine bunte Tankkurve oder was? Ja, wie man selbst beliebt. Boah, ich habe viel zu dicke Finger dafür, ich kann das jetzt nicht. Aber jeder kann sich vorstellen, wie das auszusehen hat. Ne? Dann macht man die Schraube halt hier fest. So, zack, wie gesagt, Imbus liegt im Lieferumfang mit dabei. Ich habe jetzt nicht die Geduld dafür und irgendwie die Größe der Finger dafür, um das zu machen. Besorgt euch irgendjemand mit kleinen Händen. So, dann ist die fest. Das Ding kannst du anschließen halt via Kabel. Hier habe ich jetzt gerade alle reingeballert. Ist natürlich via USB anzuschließen. Und ihr habt einen riesigen MIDI-Controller. Ey, Vorsicht. Sollen wir die mal nebeneinander stellen so? Einmal, dass man einmal sieht, wie das so im Konzept zusammen aussieht. Es sieht schon
Sieht schon ganz geil aus, oder? Könnte man machen, ne? Also ich finde, es ist schon ein ziemlich geiles, geile Optik halt, auch mit der Aufteilung und sowas. Also es macht schon Spaß alleine, sich das anzugucken. Am Controller selbst, also Entschuldigung, am Mixer selbst ist hier auf jeden Fall ein USB-Verbindungs-Deck 1 und Deck 2 für die 12 Controller. Die kann man hier hinten direkt am Mixer anschließen. Habt ihr vielleicht vorhin gesehen. Ja, so darüber kann die dann direkt via USB mit dem Gerät verbunden werden, mit dem Mixer. Wie gesagt, sie stehen bei uns in Münster im Shop. Und nochmal, hier nochmal meine Frage, gerade was den Player anbelangt. Es ist ein MIDI-Controller in Form eines Plattenspielers. Wie steht ihr dazu? Sagt ihr hier klipp und klar, ja, Zukunft ist okay. Oder mehr so, nee, auf keinen Fall Oldschool. Plattenspieler muss Tonarm haben, muss auf jeden Fall analog sein und nicht irgendwie so ein MIDI-Controller. Das ist die Frage, die ich an euch stelle. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal, was die Vorstellung anbelangt, raus. Aber mit den Geräten sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Dann in demnächst, nenne ich es mal. Bis dahin, stay tuned und viel Spaß euch. Tschüss. Ich habe viel zu dicke Finger dafür. Okay. Offiziell Nupsis? Ja. Okay, dann nennen wir es Nupsis. Wayne 12. Wayne. Kennst du Rain? Rain interessiert?